Wow, merci vielmal, Worship Band. Merci vielmal. Auch die, die Techniker möglich machen, ganz herzlich willkommen euch daheim, die im Livestream mitschauen. So cool können wir heute Morgen Celebration feiern. Und heute darf ich einen ganz besonderen Gast ansagen, nämlich der Dominik Reifler. Wie kennen wir uns? Es gibt so eine Gruppe von 7 Pastoren von der Schweiz, die sich regelmässig treffen. 2-mal im Jahr, 3-mal im Jahr. Jeweils die Agenda zulässt und mit ihnen zusammen beten, austauschen. Und jeder von uns hat das Anliegen, dass die Schweiz erweckt wird. Dass die Schweiz Menschen zum Glauben kommen, Menschen in die Jüngerschaft von Jesus reinkommen und Menschen befreit werden von irgendetwas, was sie zurückhaltet, ins volle Leben zu kommen. Und dort in dieser 7er Gruppe, wir nennen es grosskotzig G7, wir sind 7, Gruppe 7, also nicht irgendwie Weltwirtschaftsgipfel oder wie sagt man das, Grossmacht, was auch immer, sondern wir waren 7 gewesen und gehen für Gruppen noch. Aber wir haben gedacht, oh, das gibt eine andere Bezeichnung für G7. Und dort habe ich den Dominik kennengelernt und ich habe ihn immer als sehr reflektierten, unglaublich also so einen Denkertyp, der sich Sachen durchdenkt, der überlegt, der die Konsequenzen schon abschätzen kann, was er einfach gemacht hat. Das hat mich von immer von Anfang an fasziniert. Und was mich auch fasziniert hat, er ist Landeskirchenpfarrer, ein Herz für Kirche und ein Herz für Jesus, wo ich mir so würde für jede Landeskirche wünschen, die wir haben in dieser Schweiz haben. Und das hat er und bringt er mit. Und darum, hey, für mich ist es sehr, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen, geben wir ihm einen riesen Applaus. Dominik! So cool, bist du da? Bevor wir anfangen, habe ich noch ein paar Fragen. Was ist das zu dir? Alles gut. Und zwar, wer ist eigentlich neben dem Landeskirchenpfarrer von der Gelterkirche, der Dominik Reifler, sonst noch? Also zuerst danke vielmals, dass ich da sein darf. Danke vielmals, Klöse, dass du mir das Vertrauen entgegenbringst. Mega cool. Ich finde ICF die coolste Kirche in der Schweiz. Sorry, es ist so. Nein, also ja. Pfarrer der Gelterkirche Basel, genau. Glücklich verheiratet mit meiner Frau Silvia. Immer noch die gleiche Frau, nach über 30 Jahren, immer noch verliebt. 3 Kinder, die alle geheiratet sind. Halleluja! Ich weiss, total langweilig für die meisten, aber ich finde es super. Das ist halt jetzt zu sagen. Ja, voll. Also jetzt, seit neuestem dürfen Silvia und ich noch 2-fache Grosseltern sein. Und ich sage euch jetzt schon, Grossmami sein, Grosspapi sein, der beste Stand. Ja, du kannst wieder abgeisig rennen, gell? So wie die anderen schauen. Ich kenne das von meinen Grosseltern. Das war super gewesen, aber. Wenn es am nötigsten hätte, hätte ich gesagt, kannst du selber wieder schauen. Ja, jetzt. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, also heißt so, was würdest du dir wünschen? Einsame Inseln, nur mit deiner Frau alleine? Oder was würdest du dir wünschen? Das aller coolste, was ich unbedingt noch erleben will, ist Erweckung. Echt? Ja. Du hast es vorher gesagt, im Stichwort. Ich denke, der Klösel, der prophetische Typ. Erweckung. Ich will total. Ich meine, alles andere, was du jetzt noch gesagt hast, finde ich natürlich auch cool, sicher. Aber so in meinem Herz, in einer Erweckung, und ich will, dass wir alle, verstehen, so viel zu tun haben als Freiwillige, dass wir einfach fast nicht mehr arbeiten können, weil so viel Erweckung ist, oder? Ah, oh, so schön. Gibt so ein, genau, für uns geben wir Gott einen Applaus. Dass wow. Das kommt. Absolut. Absolut. Wir starten ja im August wiederum den Alpha-Kurs, Alpha-Live-Kurs. Also wir sagen einfach Alpha-Live, wir sagen den Kurs Alpha-Live. Und es haben schon etliche Leute angemeldet. Letztes Jahr haben wir es schon durchgeführt. Jetzt haben einige doch taufen, haben sich entschieden für ein Leben mit Jesus. Das machen wir jetzt alle Jahre, immer im August, das geht 10-mal. Aber der Alpha-Live hat dann mit dir sehr viel zu tun. Nämlich, da ist durch dich überhaupt in die Schweiz gekommen. Wenn ich richtig informiert bin. Also sicher nicht nur. Ja, aber du bist so eine tragende Figur gewesen. Erzähl mal, wie ist das gegangen? Ja, also, als ich im 93 als junger Pfarrer angefangen habe, habe ich einen guten Freund, der Webfahrer war, gefragt, hey, sag mal, ich würde mega gerne Bibel lesen mit Menschen, die Kirche distanziert sind. Kennst du irgendetwas? Und er hat gesagt, ja, in London, in der Holy Trinity Brompton Church, anglikanische Kirche im Herz von London, gibt es einen Kurs, der heisst Alpha Life und der macht, also Alpha heisst er, in England bei uns heisst er Alpha Life und der macht Furore, gerade ich den mal anschauen.
Und dann dachte ich, das ist mega spannend. Und dann bin ich im 95 in England, in Hereford, an einer Einführungskonferenz gewesen. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass das die erste Konferenz außerhalb von London war. Mhm. Dass ich der erste Europäer war, der die Konferenz besucht hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das in einem Tag vorgestellt worden. Ich dachte, also wenn das stimmt, der hat dann so Feedbackbögen vorgelesen, ja, da hat mir jemand geschrieben und so. Wenn das stimmt, entweder lügen die, weil ich die nicht kennt, oder? Mhm. Aber wenn das stimmt, müssen wir es unbedingt haben in der Schweiz. Und da hat es so einen Feedbackbogen gegeben. Könntest du dir vorstellen, irgendwann auch einmal einen Alpha Life anzubieten? Und ich, ja, kann ich, oder? Und ein paar Monate später habe ich so einen grossen Brief bekommen von England, wo eine Zeitung drin war, eine Alpha-Zeitung. Und hinten hat es so ein Registry gehabt, wo überall in der Welt das Alpha läuft. Oder? Und ich dachte, jetzt bin ich mega gespannt, wo gibt es das in der Schweiz schon? Und dann ist gestanden, reformierte Kirchgemeinde Winterthur-Seen, Pfarrer Dominik Reifler. Und ich habe gar keinen Kurs angefangen. Und ich dachte, oh, jetzt fangst du gescheiter an. Das war im Januar 1996. Und seitdem, ich habe dann gesagt, der Kirchenpflege, also wenn es noch wieder 8 Teilnehmer gibt, allenfalls für den nächsten Kurs, würde ich sonst noch mal einen durchführen. Und jetzt haben wir 2023 und ich habe noch nie aufgehört. Oh, krass. Jedes Jahr machst du Alpha Life? Also jedes Jahr 3 haben wir angefangen. Die ersten 5 Jahre in Winterthur haben wir jedes Jahr 3 gemacht und seitdem 2. Ja. Krass. Genau. Warum denn gerade Alpha Life? Was macht der Kurs so speziell? Das ist für alle die im Livestream zuschauen, aber alle die da drinnen hocken, ja. Startet auch ja. Genau, also ich glaube, Alpha vereint Sachen, die wir Menschen einfach gerne machen. Ich glaube, viele von uns diskutieren gerne, viele von uns essen gerne, viele von uns sind gerne zusammen mit anderen und essen gerne. Und viele von uns hören auch etwas an, wo sie in ihrem Leben wirklich interessiert. Und für mich vereinen sich all die 3 Sachen. Und ich merke aber auch, dass, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt jetzt, dass ein grosser Hunger nach Spiritualität da ist. Also die Leute wollen Gott erleben, aber sie wollen nicht die Kirche. Und irgendwie müssen wir die beiden wieder miteinander verheiraten. Und das Zweite ist, ich merke auch, dass viel Einsamkeit da ist. Ich komme aus Basel. Basel hat am wenigsten Personen pro Haushalt in der ganzen Schweiz. Also unter 2 Personen pro Haushalt. Und es ist ja noch krass, im 1910 hat es 4,5 Personen pro Haushalt gegeben in der Schweiz. Mhm. 1950 3,6 und heute 2,2. Und das sagt etwas aus, wie es den Menschen auch geht. Du, ich weiss, Social Media ist alles, du hast 100'000 Freunde, aber wenn du einen brauchst, bist du doch allein, oder? Und wir haben viele Leute in unserem Alpha Life, wo wir haben ja dann so Gesprächsgruppen, oder? Zuerst so schüchtern, oder? Und nach 3-4 Wochen freuen die sich jedes Mal, einfach weil sie die Leute so gerne bekommen. Und weil sie dazugehören und weil sie eben. Versteht ihr, wir haben ja wie Litermass bei uns, wo heisst Gemeinschaft, und das muss voll sein, sonst geht es uns nicht gut. Oder? Und die fühlen das. Oder? Das ist einer der Punkte. Dann ein anderer ist, ich weiss nicht, auch wie ihr das erlebt, heute geht ja eigentlich alles, oder? Aber niemand weiss recht, wo an. Oder? Also eigentlich so eine Art wie eine Orientierungslosigkeit. Und ich glaube, wir sind so gemacht, wir funktionieren so, dass wir wollen aber wissen, was ist es jetzt eigentlich? Für was bin ich da? Und was stimmt? Und was ist Fake? Oder Fake News? Und da merke ich, dass die Orientierung ein Stück weit auch, die Alpha gibt, von Gott her, von der Bibel her, von der Wahrheit her, ist eigentlich sehr gefragt. Aber ich glaube, wir haben ja so einen Clip da, oder? Was ist eigentlich, was wollen eigentlich die Leute wissen heutzutage, oder? Ja, wir haben einen Clip zusammengestellt vom Alpha. Schauen wir zusammen rein und wir rücken ein bisschen auf die Seite. Ich habe diesen Kuchen, den ich gerade für meinen Freund Landry gebacken habe. Wäre Landry ein Wissenschaftler und würde den Kuchen untersuchen, könnte er euch eine Menge über ihn sagen. Woraus er besteht zum Beispiel, wie und vielleicht sogar wann er hergestellt wurde. Aber er könnte euch nicht alles über ihn sagen. Er könnte nicht sagen, wer ihn gemacht hat und noch wichtiger, warum er gemacht wurde. Das kann nur der Bäcker des Kuchens.
Nur ich kann euch erzählen, dass ich den Kuchen gebacken habe und dass ich ihn für meinen Freund Landry gemacht habe, weil er Kuchen liebt. He loves cake. Jazzy. Das gleiche gilt für dieses Universum. Nur der Schöpfer kann sagen, wer diese Welt geschaffen hat und warum sie erschaffen wurde. Hier bei Alpha werden wir die Fragen des Wer und Warum untersuchen. And why? Was ich Gott fragen würde? Auf wie vielen anderen Planeten gibt es intelligentes Leben? Wie er es angestellt hat. Wie alles angefangen hat. Wie die Ewigkeit aussieht. Wie viele Fische Fischers Fritz fischen kann. Nee, du Spaß. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Warum gibt es so viel Krieg? Wer bist du? Werde ich mal reich sein? Wenn wir einen freien Willen haben und du trotzdem weißt, was passiert, wie geht das zusammen? Warum lässt du für manche Menschen das Leben so hart sein? For some people. Where are you? Wo bist du? Das würde ich wahrscheinlich fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es etwas nach diesem Leben? Das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Diesem Leben hier. Kommt da noch etwas? Bist du der Einzige oder gibt's noch mehr von dir? Warum er Stechmücken erschaffen hat? Warum? Warum? Ich meine, warum? Echt jetzt? Angenommen, du könntest Gott eine Frage stellen. Was würdest du ihn denn fragen? Genau diese Frage. So fährt eigentlich Alpha Life an mit dem allerersten Abend. Und zwar, der erste Abend ist, da kann man einfach kommen, da gibt es Essen, man muss zwar anmelden. Man muss sich aber mit dem, was am ersten Abend kommt, noch nicht verpflichten, die anderen 9 Abend zu kommen. Sondern der erste Abend ist wirklich ein Kennenlehrabend. Und am ersten Abend kann man dann entscheiden, interessiert mich das? Bekomme ich da die Antwort, die ich gesucht habe? Oder komme ich nicht. Also das ist einfach der erste Abend, den man einladen und dann können sich an diesem Abend die Leute entscheiden. Aber warum Alpha? Gerade zu dem Einladen, was du jetzt gesagt hast, oder Anfragen. Ich habe einmal, bevor der Alpha-Kurs gestartet hat, bei uns, dort mal noch in Winterthur, hat mir ein Mann angerufen, ein älterer Mann, und hat gesagt, er hätte gesehen, sei das so ein Fragezeichen bei Alpha. Und es sei eben so, ob man da wirklich alle Fragen könnte stellen. Und dann habe ich gesagt, ja, alle Fragen. Ich hätte zwar nicht alle Antworten, aber man könnte alle Fragen stellen. Hat sie gesagt, ja, das sei super, weil er und seine Frau, sie sind jetzt schon ein bisschen älter und sie würden gerne wissen, wo es mit ihnen angeht, wenn sie sterben. Da habe ich gedacht, come on, wow. Und die sind dann gekommen und die haben ihre Antworten gefunden. Und ich glaube, es würde vielleicht jetzt nicht alle so plätsch raus sagen, aber es ist doch etwas, was uns beschäftigt, oder? Und da gibt es doch noch mehr Sachen. Also ich glaube grundsätzlich, je länger dass ich den Kurs mache, und es ist jetzt wirklich schon lang, ich glaube, in der Urgemeinde am Anfang hat es ganz viele Elemente drin gehabt, die jetzt in diesem Kurs drin sind, die eigentlich ja auch die Elemente von einer Gemeinde sind, oder? Also wenn ich jetzt denke, zusammen essen, Abendmahl. Einen guten Input hören, Jesus sagt noch, was bedeutet das Abendmahl? Worship, hey, du hast Freude und du möchtest dieser Freude Ausdruck geben. Und eben zusammen einen Weg gehen miteinander. Also so viele Sachen, und ich eigentlich dachte, hey, das ist doch genau eine Kirche. Und von dort her glaube ich, es entspricht auch dem Bedürfnis von vielen Leuten, vielleicht nicht unter dem Titel Kirche, aber das kommt ja vielleicht nachher. Jetzt freue ich mich mega auf deine Message, die heisst «Gott hören 2.0». Wir kennen es vielleicht hier vom Saulus zum Paulus, aber es steckt viel mehr dahinter als nur das kurze Sprichwort vom Saulus zum Paulus. Hey, danke, bist du da. Wir freuen uns auf deine Message. Ich bin selber gespannt. Es fängt eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, fast ein bisschen hoffnungslos an. Kennt ihr das? Das Wort, hey, das ist ein hoffnungsloser Fall, hoffnungslose Situation. Das ist doch wie, wenn du irgendwie so wie einen Deckel hast zwischen dir und dem Himmel und du siehst irgendwie die Sonne nicht mehr recht. Das gibt es und für viele ist jetzt auch die Pandemiezeit, wo zum Glück schon niemand mehr redet darüber, oder? Auch ein bisschen so eine Zeit war, Einschränkungen, du kannst nicht mehr dich treffen mit deinen Freunden. Einfach so Sachen, die dann irgendwann mal dir auf den Geist oder eben auf die Seele gehen. Oder? Es gibt es natürlich auch, wenn wir ein bisschen weiter raus schauen, also jetzt von uns Schweiz ein bisschen weiter raus,
für ganze Nationen. Vor ein paar Jahren war Griechenland in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Die EU hat dann gesagt, wir geben euch Geld, aber hat ein drakonisches Programm aufgesetzt, das die Griechen fast nicht mehr lassen, schnaufen. Ich habe das Gefühl, die hatten so wie einen Deckel auf ihrem ganzen Land. Und das gibt es natürlich auch in der Kirche. Ich frage mich manchmal, unsere Kirche in Europa, wird es uns als Kirche noch gelingen, und ich rede jetzt hier von allen Gemeinden natürlich, Europa mit dem Evangelium noch mal neu zu durchdringen? Ihr wisst, bei den Landeskirchen weiss ich es auf jeden Fall, immer weniger Mitglieder, darum auch immer weniger Einfluss. Da kann man manchmal ein bisschen Hoffnungslosigkeit aufkommen. Und interessanterweise bei dem Text, den wir heute miteinander anschauen, die erste Kirche, also wo sie geboren worden ist, die hat auch verschiedene Phasen durchgegangen. Das eine ist so, sie hatten Gunst bei Gott und den Menschen, wow, mega, oder? Und dann ist relativ bald Opposition gekommen. Da hat es Widerstand gegeben. Da war so ein Typ, der hat das ein bisschen angeführt, der hat Saulus geheissen, ein blitzgescheiter Jude, top ausgebildet, absoluter Rhetoriker. Und der hat dann angefangen, das Leben schwer zu machen. Ich lese aus Apostelgeschichte 9, 1 und 2. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten oder dem neuen Weg, heißt es auch, aufspüren, um sie zu verhaften und, gleichgültig ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Wir hören, wenn man sich so überlegt, eigentlich von zwei hoffnungslosen Fällen. Der erste ist die Gemeinde selber, wo es jetzt neuerdings gefährlich ist, dazuzugehören, wo man mit dem Leben bedroht ist, wenn man sich zu dieser Gemeinde bekennt. Ich lammere, es hat noch nie so viele verfolgte Christen gegeben auf der ganzen Welt wie heute. Also das ist nicht vorbei. Klammere geschlossen. Und der andere hoffnungslose Fall war der Saulus. Versteht ihr? Das war der Art harte Nuss. Dem hast du alles bringen, außer Jesus ist der Messias. Und manchmal frage ich mich bei den Leuten, die ich einladen will, nach Alpha Life, also zum Alpha Life, die kommen mir manchmal vor wie der Saulus. Hey, mit denen kannst du alles machen, kannst alles diskutieren, außer über Jesus, wo sie genau eigentlich darauf ankommen. Habt ihr auch so Freunde? Habt ihr so nicht, wo ihr sagt, eigentlich wäre mein grösster Wunsch, dass sie an den Kurs kommen? Also, wenn ihr das habt, dann müsst ihr jetzt weiterhören. Erster Punkt, den ich gesagt habe, ein hoffnungsloser Fall. Zweiter Punkt, aber Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan und ausgerechnet mit dem Saulus. Er war nämlich nicht nur ein Christenfolger, sondern der Saulus war auch gottesfürchtig. Das war kein Wendehals, versteht ihr? Der ist voll eingestanden für das, was er glaubt und überzeugt ist. Er war in dem Sinn eine ehrliche Haut, wenn man so will, oder? Der Punkt ist nur, er hat gemeint, das Richtige zu tun und die neue Sekte zu bekämpfen, die sich hier Menschen des Weges noch genannt haben, erst später dann Christen. Und er war sicher, dass Jesus nicht der versprochene Messias ist von seinem Volk. Und somit steht eigentlich der Saulus für viele Menschen, die eigentlich ein lautes, ein ehrliches Herz haben, aber auf dem Holzweg sind. Jetzt, ich habe gesagt, Gott hat einen Plan und ich finde den so genial. Also eigentlich heute geht es um zwei Sachen. Gottes genialen Plan, wo wir so wie schnell einschauen dürfen. Und das Zweite, wie wunderschön ist es, wenn du Gott genau hörst. Das ist ein tiefer Wunsch von meinem Herz. Also, ich will nicht zu viel schwärmen, ich lese vor. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn, eben der Saulus, plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen.
Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Also auf einmal bricht das Reich von Gott in die Welt, in die Situation, auf den Tross, der unterwegs war nach Damaskus. Und der Saulus sieht das helle, blendende Licht und hört die Stimme, und er nachher gemerkt hat, das ist die Stimme von Jesus. Er hat ihn nicht gesehen, vielleicht war es sogar der, und hat mit ihm geredet, aber es war so hell, dass er ihn gesehen hat. Und der Saulus hat die Gletscherbrille nicht dabei gesehen, oder? Und darum nur die Stimme gehört. Das wissen wir nicht so genau. Aber auf jeden Fall, der selbstsichere Saulus fällt auf den Boden, ist blind. Und wir haben ja das oft im Ohr, er ist vom höheren Ross gefallen, oder? Interessant, das findet man gar nicht in diesem Text, wenn man es liest. Also, da ist gar kein Ross rum, oder? Es ist immer gut, übrigens, so in Klammern, wenn man die Bibel liest und dann selber weiss, okay, das ist drin und das, was er erzählt, ist überhaupt nicht drin. Das ist manchmal noch gut, so ein bisschen zum unterscheiden. Es heisst aber eigentlich, dass er vom höheren Ross gefallen ist oder eben am Boden gefallen ist, bedeutet, sein Stolz ist gebrochen worden und er hat seine Waffen müssen strecken. Genau, die beiden Sachen sind eigentlich passiert. Und wahrscheinlich ist ihm irgendwann klar geworden, wenn Jesus ihm sagt, er verfolge ihn, wenn er die Menschen vom Weg verfolgt, also Christen, dann ist Jesus die Kirche. Oder? Logischer Schluss. Und ich glaube, das ist. Wir wissen es zwar, aber es ist auch wichtig für uns, um immer wieder bewusst zu werden, die Kirche ist sein Leib. Jesus ist das Haupt von dem Leib, wie er nachher später dann in seinen Brief auch ausführt. Und mich hat das nochmal neu berührt. Ich weiss das schon lange, aber wisst ihr, was das eben heisst? Das heisst, dass Gott keinen Plan B hat. Also, dass die Kirche, dass wir den Menschen den Jesus näher bringen sollen. Also, verstehe ich, ganz viel von dem, was heute Trend ist, was in ist, was all den Nass bietet, oder? Ist eigentlich die Sehnsucht nach dem Leben und letztlich die Sehnsucht nach Gott. Und unser Job eigentlich als Kirche ist, ihnen das wie klar zu machen. Da brauchen wir die Hilfe vom Heiligen Geist, dass das ist, was sie eigentlich suchen. Wir sind Kirche. Es ist ein Privileg, aber es ist auch eine Verantwortung, diese Message weiterzugeben. Natürlich nicht nur für Leute, die hier auf der Bühne stehen, sondern für uns alle als Christen. Und nicht immer sind wir so privilegiert, herauszufinden oder reinschauen können, was hat denn Gott vor, was ist denn sein Plan. Und das Coole an diesem Text finde ich, da können wir mal genau hinter die Kulissen schauen und herausfinden, wie er das macht. Jesus sagt also am Saulus, gang auf Damaskus, und dort wirst du weitere Anweisungen bekommen. Jetzt hat sich alles ein bisschen gekehrt, oder? Jetzt führt nicht mehr der Saulus seine Gruppe von Begleitern an, sondern er sieht nichts mehr, er ist blind und sie müssen ihn nach Damaskus führen. Und dort ankommen, geht er in sich, wie man so schön sagt, 3 Tage lang isst er und trinkt er nichts und er ist auch am Betten. Und ist ja noch interessant, 3 Tage, da läutet es doch bei uns, die 3 Tage, wo Jesus als gestorben im Grab war und die Verwandlung stattgefunden hat und er nachher auferstanden ist. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ich finde es noch spannend. Jetzt, der Saulus, der hat einiges zu prozessieren. Er hat gemerkt, er ist, was die Menschen vom Weg anbelangt, völlig auf dem Holzweg. Die sind auf dem richtigen Weg und er ist auf dem falschen Weg. Jetzt können wir das nächste schauen, das nächste Bild. Genau. Nochmal eins. Jawohl. Nein. Nehmen wir eins zurück. Alles gut. Also das Erste, was er merkt, die haben recht gehabt, die er verfolgt hat, und er ist auf dem Holzweg gewesen. Das Zweite, was er gemerkt hat, Jesus lebt. Der redet zu ihm. Und er ist nicht der verstorbene Sektenführer, sondern er ist tatsächlich der Retter, der seinem eigenen Volk verheißen ist.
Und das Dritte, was er merkt, ist, wenn er gegen die Christen operiert hat, heisst das also, dass er sich auf die Gegnerseite von Jesus gestellt hat. Also, ouch, der hat ein paar Sachen zum Prozessieren gehabt, oder? Und jetzt, irgendwann hat er wahrscheinlich auch gemerkt, hey, das, was ich jetzt gerade gemerkt habe, das hat wahrscheinlich Jesus schon vorher gewusst. Und was macht er? Er gibt mir eine Berufung. Hey, für alle die von uns, die sagen, hey, ich habe so viel falsch gemacht, ich habe so viel verhängt. Und dann sagt Jesus, jawohl, und jetzt gebe ich dir eine Berufung. Come on, das ist unser Gott. Und der dritte Punkt, der zweite war, Gott hat einen Plan. Der dritte Punkt ist, der zu einer doppelten Rettung führt. Jetzt haben wir ja vorhin die zwei hoffnungsvollen Fallsituationen gehört. Die Gemeinde und der Saulus. Und jetzt geht der geniale Plan von Gott weiter. Gott begegnet einem Christ, einem Hananias. Der war auch in Damaskus. Der ist am Betten. Und jetzt begegnet ihm Gott in einer Vision und erklärt ihm, jetzt kommt dann ein Mann, der Saulus heisst, auf Damaskus, der geht zum Judas, gibt ihm noch die Adresse an, Navi, oder die gerade Straße. Der ist dort bei dem und du gehst jetzt zu dem Judas, klopfen und sagst, ich müsste mit dem Saulus reden. Oder? Jetzt stell dir euch mal vor, ich möchte mal gerne so genau hören. Weißt du, dass du eine Adresse bekommst, dann kannst du läuten und das sagt dir Gott. Habt ihr nicht auch Sehnsucht nach dem? Hey, stellt euch vor, was das für ein Potenzial ist. Das ist noch ungenutzt und das ist für uns parat. Jetzt kommt aber der Gipfel. Der Hananias, der am Betten war, da redet jetzt Gott zu ihm, sagt ihm, was passiert und sagt jetzt übrigens, der Saulus ist auch am Beten. Und dem gebe ich jetzt gerade auch eine Vision. Und in dieser Vision sieht er, dass du zum Judas kommst, klopfst und sagst, ich bete für dich, dass du wieder siehst. Also, come on, die Vision in der Vision. Das ist Gott hören 2.0. Aber nicht nur der Saulus hat nur gemeint, er hätte recht und ist eigentlich auf dem Holzweg gewesen, sondern er war der Hananias. Weil der Hananias hat gesagt, ja Moment mal Gott, du weißt nicht, wer der Saulus ist, das ist doch der, der uns verfolgt. Oder? Habt ihr auch schon gedacht, dass Gott von seinem Unrecht zu überzeugen eine relativ anspruchsvolle Position ist? Und Freund, der Hananias hat 1a reagiert. Jesus hat ihm erklärt, weisst, ich gebe dem eine Berufung. Der soll vor gross und klein meine gute Nachricht, dass ich gekommen bin und rette, weitersagen. Und der Hananias, stell dir vor, der hätte mal einen 180er machen müssen. Stell dir vor, da gibt es einen, der verfolgt uns an Liebe und Leben. Und jetzt beruft Gott den und sagt zu dir, geh zu dem, und heil den. Ja, heil nochmal. Und jetzt kommt der Hananias, macht das alles. Und als er den Saulus sieht, sagt er, so heisst es in der Zürcher Bibel, Saulus, mein Bruder. Jetzt stell dir die Demut vor von dem Hananias, der Gehorsamsschritt. Und nicht so, okay, Saulus, du bist jetzt zwar ein Arsch, aber Gott hat dir eine Berufung gegeben, ich muss jetzt halt ausrichten. Nichts von dem. Mein Bruder. In Christus, oder? Und offenbar, der Saulus hat prozessiert und unter der Kraft vom Heiligen Geist, jetzt mit dem Gebet vom Hananias, steht er auf und sagt, ich will mich taufen lassen. Also seine physische Blindheit, die eben auch Sinnbild für eine geistliche Blindheit war, ist geheilt worden und ebenso gerade auch die geistliche. Und sagt, ich will mich taufen lassen und lässt sich taufen und sieht wieder, steht auf, ist nicht genau so gewesen. Es gibt verschiedene Theorien übrigens bei den Auslegern, könnt ihr nachlesen. Ich vertrete jetzt die, die relativ nahe am Text ist. Steht auf und geht ihm
Damaskus predigte, hey, wisst ihr was? Jesus ist doch der Messias. Und das ist so crazy für die Leute, weil die haben ja den Saulus kennt. Die haben Schiss gehabt und die haben ihn umlegen. So krass war die Veränderung. Und nur durch die Schlauheit der Christen, die ihn am Körper die Stadtmauer abgelassen haben, hat er überhaupt können fliehen. Wohin flieht er? Ins Zentrum, nach Jerusalem. Was macht er? Hey Freunde, Jesus ist im Fall wirklich der Messias. Passiert genau das Gleiche wieder. Und sie wollen ihn verfolgen und umbringen. Und dann Der Barnabas in Jerusalem ist eigentlich der vermittelt hat, oder? Zu den Juden, die zum Glauben gekommen sind, also die erste Gemeinde. Und ihm, der so einen 180er gemacht hat, dass niemand mehr rauskommt, hat gesagt, hey Leute, ihr redet vom Gleichen, ihr gehört zusammen. Ganz ein super Job, den der Barnabas gemacht hat. Also merkt euch den Barnabas. Ich glaube, wir brauchen Barnabas heutzutage. Leute, die das vereinen können, oder? Auf jeden Fall, der war nachher eingeführt. Und nachher haben sie ihn dann auf Tarsus, das ist dort, wo er herkam, der Saulus, gesagt, geh mal dort eine Auszeit machen, so eine Art, oder? Und ich lese euch jetzt noch, was dann nachher passiert ist. Das ist der Schluss vom Predigtext, Vers 31, Kapitel 9. In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien. Das ist also einfach, das hat einfach geheißen, überall im Moment, wo die Gemeinde schon war. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Mir findet jetzt eine völlig neue Situation vor, zu der, die ich am Anfang beschrieben habe. Was ist eigentlich aus dieser doppelt hoffnungslosen Situation geworden? Einerseits hat Gott die Gemeinde gerettet vor dem Saulus, oder? Und sie fängt an aufzufliehen, fängt sich an, in den jüdischen und auch nicht-jüdischen Gebieten Samarien an verbreiten und wächst. Und andererseits, der hoffnungslose Fall Saulus brennt für Jesus. Eigentlich eine doppelte Rettung. Also Jesus ist fähig oder Gott ist fähig, aus einer doppelten hoffnungslosen Situation einen doppelten Winner zu machen. Wow, das ist unser Gott. Und ich meine, ich muss nicht erzählen, wer der Paulus, vom Saulus zum Paulus, wer der nachher geworden ist, was der alles gemacht hat für das Reich von Gott. Aber ich glaube, wir können ein paar Sachen rausnehmen aus dem Text. Ich glaube, wir sehen, was ist Gott möglich, wo wir als unmöglich anschauen. Aus einer doppelten hoffnungslosen Situation eine doppelte Rettung, einen doppelten Winner zu machen. Das ist etwas, das jetzt lang her ist, ich weiss. Aber ich glaube ganz fest daran, dass sich das wiederholen kann. Wenn du jetzt das nimmst, wenn ich das nehme, das ICF, und sage, das ist auch unser Gott, wenn er das hier gemacht hat, kann er das auch wieder jetzt machen. Versteht ihr? Wenn ich mit dem laufe, wird es passieren, weil das sind die prophetischen Worte. Die prophetischen Worte werden Realität in dem Moment, wo man es ausspricht. Und das ist das, was ich jetzt mache. Und der zweite Punkt, was kann eine Begegnung mit Jesus auslösen? Denkt nochmal an die Leute, die ich einladen möchte für Alpha Life. Oder an die Leute, die ich schon ganz lange kenne. Und die wissen schon, bei mir hat es Leute, die wissen schon seit 30 Jahren, dass ich Christ bin. Und die sind immer noch nicht bekehrt. Hey, ich brauche das auch. Ich brauche so eine Saulus-Paulus-Geschichte, wo mir sagt, ich schaue jetzt nicht auf meine Erfahrung, sondern ich schaue auf das, was er machen kann und nehme das in meinem Herz und mit dem Glauben treffe ich die Leute wieder. Und der dritte Punkt, der Hananias und der Paulus sind, wo Gott ihnen die Vision gegeben hat, am Betten gewesen. Freunde, am Betten. Wie sieht mein Alltag aus? Wie viele Minuten am Tag bin ich die Landebahn für das, was Gott mir sagen will? Ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen. Das muss ich mitnehmen. Versteht ihr? Gebe ich Gott überhaupt? Er sagt, ich will ihm schon lange die Vision geben, aber er rennt immer umeinander. Er lässt gar nie. Bin ich so ein Typ? Oder bin ich so ein Typ, der so da ist und sagt, gern bitte,
ich habe meine leeren Hände da, fülle sie, oder? Und ich glaube, das ist der dritte Punkt. Und aus dem kommen auch die Einladungen, die ich euch jetzt gerne möchte sagen. Das eine ist, nehmt den Gott, der die Geschicke wenden kann. Packt das, wendet es an fürs ICF. Wir haben noch Riesen in der Schweiz, die müssen besiegt werden. Es gibt noch ein paar Herausforderungen da, oder? Oder auch für eine persönliche eigene Situation. Und die zweite Einladung, nicht aufzugeben in der Fürbitte. Muss ich mir besonders sagen, ich bin total begeisterungsfähig und irgendwie nach x-mal das gleiche Gebet von meinem Freund, irgendwie lässt es dann ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt oder ob ihr also voll durchziehen könnt. Ich brauche immer wieder Ermutigung. Hey, bleib dran. Gott ist der, der Geschick kann wenden kann. Im Grossen, aber auch im ganz Kleinen. Wenn er einen Saulus zu einem Paulus machen kann, Freund, dann kann er die Person, die ihr einladen wollt, auch verändern, oder? Und die dritte Einladung ist, ich sehe mich so daran, lasst uns Gott in den Ohren liegen, dass wir ihn genauer hören. Dass er die Pläne, die er hat für uns so kann sagen kann, dass wir sie nehmen können. Und jetzt kommt ein wichtiger, kleiner Schritt, und auch den Mut haben, um sie umzusetzen, oder? Ich weiss nicht, ob der Hananias das cool gefunden hat, mal da bei der Tür vom Judas zu klopfen und dem Saulus zu begegnen, der seine Freunde umgebracht hat, oder? Aber der Mut, etwas umzusetzen und dann den wunderbaren Segen, die Herrlichkeit von seinem Plan real dürfen zu erleben, das ist die dritte Einladung. Und wir haben jetzt einen ganz kleinen Teil vom Plan, oder? Einen kleinen Ausschnitt können sehen, aber Gott hat ja einen Masterplan, noch viel grösseren Plan. Und das Lied, das wir jetzt werden hören, danke übrigens vielmals, ist mega cool mit euch. Das redet genau von dem grossen Plan, den Gott hat, wie vom Masterplan von seiner Schöpfung, bis dann, wenn wir wieder alle werden bei ihm sein. Amen. Hey, so schön, bist du bei unserem Livestream von ICF Bern dabei gewesen. Und du kannst uns helfen, die gute Message in die Welt rauszutragen, indem du unseren YouTube-Kanal liken, abonnierst oder mit jemandem teilen. Wir möchten dich gerne kennenlernen und dich auf deinem Weg mit Jesus unterstützen. Darum tu doch den QR-Code kennen, den wir jetzt einblenden. Und der wird sich jemand bei dir nächste Woche melden. Wenn du uns unterstützen willst, als lokale Kirche, aber auch global, dann kannst du auf dem QR-Code eine Spende drücken und dann kommst du genau am richtigen Ort her. Wir wünschen dir eine wunderbare Woche und wir sehen uns das nächste Mal im Livestream.